Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales Teil 2. Ihr müsst euch nicht wundern, nein, wir sind nicht in irgendeinem komischen Spiel gelandet. Nein, es ist wirklich Book of Unwritten Tales und nein, es ist nicht jetzt irgendwie ein Remake, sondern es ist absolut cool. Es ist ein Spiel im Spiel offenbar. Wir sind in die Vergangenheit gereist und probieren diese vergammelten Bücher hier zu retten. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon, vergammelt. Ich bin nicht weit genug zurückgereist. Okay, wir müssen also noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit reisen. Hier, die Animation von dem Feuer ist ja auch... ich bin ein bisschen im Monkey Island-Fieber. Das Feuer sieht ganz seltsam aus. Es bewegt sich so gleichmäßig und es gibt gar keinen Rauch. Ja, das ist auch. Und vor allem, was mir halt eben auffällt, ist es... Es hat irgendwie mehr Animationsteile. Also früher waren das dann noch irgendwie immer so vier Bilder, die einfach nacheinander gekommen sind. Und ja, ganz, 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 ganz arg komisch. Okay, was haben wir noch hier? Auch in dieser Zeit gibt es vom Bibliothekar keine Spur. Und hier unten scheint anscheinend das, unser Zeitreisebuch zu sein. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Okay, wir müssen die... Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Okay, ein bisschen verwundert es mich natürlich schon, dass hier die ganze Schrift irgendwie ist. Warum kann ich... kann ich hiermit irgendwas benutzen? Betrachte den Arbeitstisch nochmal. Abgesehen davon, es gibt ein paar... Ja, das weiß ich ja. Hier liegen ein paar Nägel mit breiten Köpfen herum. Vielleicht um Bücher mit Holzdeckel zu vernageln? Ich nehme ein paar mit. Ja, perfekt. Abgesehen davon, es gibt... Ja, danke schön, hab ich. Wir müssen irgendwie in die Vergangenheit kommen. Keine Spur von demjenigen, der das Dach reparieren sollte. Beim nächsten Unwetter wird das Wasser wieder durchs Dach tropfen. Nicht, dass es für die Bücher jetzt noch einen Unterschied machen würde. Sie sind hinüber. Ja, sehr schade. Was können wir? Hallo, könnt ihr immer noch sprechen? Was heißt hier immer noch? Wir konnten schon immer sprechen. Wir sind lebendige Bücher. Und du bist? Nicht so eingebildet Wilbur. Wie ihr. Aus der Zukunft. Sagt einmal... Warum sieht hier alles so seltsam aus? Ja. Warum sieht hier plötzlich alles so seltsam aus? Seltsam? Wieso seltsam? Es sah hier noch nie anders aus. Doch, in meiner Zeit ist alles viel schärfer und detaillierter. Irgendwie. Doch, in der Zukunft ist also alles schärfer. Ja, und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, junger Freund? Vielleicht solltest du einen Medikus aufsuchen. Die Stimme ist cool. Hast du? Der hat so einen interessanten Unterton drin. Ah, okay. Die Bücher dort in der Ecke, sind sie schon lange vergammelt? Eine tragische Geschichte. Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch im Dach reparieren, tat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur nicht weit genug in der Zeit zurückgereist. Kann ja mal passieren. Ein Buch über Zeitreisen hat mich hierher geschickt. Wo ist es? Ja, habe ich doch gesagt, dass es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Wir haben dafür gesorgt, dass es endlich den Deckel hält. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Ganz wie du willst. Okay, kann ich jetzt endlich? Befreie das Zelt. Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben. Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen mit dir gemacht haben. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas in sie hineingeschrieben hat, sind sie nur schwer von etwas anderem zu überzeugen. Okay, es hat funktioniert. Ich bin wirklich hier. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin wirklich hier. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber was hat funktioniert?
Die Zeitreise. Du hast mich in diese Zeit zurückgeschickt. Ich habe... Es hat... funktioniert? Es hat funktioniert. Ich habe es immer gewusst. Schick mich noch weiter. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie geht das? Das hier ist eine magische Bibliothek. Du erzählst mir von der Vergangenheit und ich stelle sie mir genau vor. Oh mein Gott, ich verstehe. Gespannt, was jetzt passiert. Also gut, vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Hallo? Hallo? Psst, das hier ist eine Bibliothek. Warum schreist du hier so herum? Aber, das ist es ja. Ich kann mich nicht hören. Wie meinst du das? Du kannst dich nicht hören. Die Worte, die ich sage, ich bin stumm. Albernes Gerede. Wenn du stumm wärst, wie können wir uns dann miteinander unterhalten? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir in 256 Farben. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier eine Werkzeugkiste. Endlich eine Spur des unzuverlässigen Handwerkers. Und die Bücher sind inzwischen. Öffne die Werkzeugkiste. Abgeschlossen. Gut, hier haben wir die Bücher. Dann schauen wir da mal. Hey, ihr seid heile. Warum sollen wir nicht heile sein? Wegen des Lochs in der Decke. Es wird durchregnen und ihr werdet nass. Ach, darum wird sich schon jemand kümmern. Ich komme aus der Zukunft und ich sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Ich glaube nicht, dass es gehen wird, aber ja, wir probieren es mal. Ich komme aus der Zukunft und ich sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Ach, ihr jungen Leute müsst immer alles überdramatisieren. Aber kaum blickt man hier ein paar Jahre hier, schon so... Woanders hin, in aller Ruhe liegt die... ich habe nicht schnell genug gelesen. Entschuldigung. Es ist auch schwierig mit der Schrift und hier ist der Bildschirm gerade aber verruckelt. Deswegen. Wenn ihr euch nur ein Stück zur Seite bewegt, bleibt ihr heile. Ihr müsst nur einfach ein Stück zur Seite, dann kann euch das Wasser nichts antun. Wir sind zu alt, um uns zu bewegen. Außerdem ist hier unser Platz. So wichtig kann der Platz doch wohl nicht sein, vor allem, wenn es um euer Leben geht. Nicht so wichtig, dieser Platz hat genau den richtigen Abstand zum Kamin. Es ist schön warm zu sein, aber nicht zu warm. Im Sommer treffen sich hier zwei Luftströme von da und dort und wir haben den ganzen Raum gut im Blick, ohne uns ständig drin. Wir bleiben genau hier, es ist unser Platz. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Big Bang Theory. Gut, wo ist der Handwerker, der das Dach reparieren sollte? Aber ich sehe keine Leiter und Werkzeug. Oh, er ist nur kurz rausgegangen, etwas holen. Er kommt nicht zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso, im Frühjahr ist es erst 5 Jahre her, dass er verschwunden ist? Irgendwann in den nächsten 20 Jahren schafft es jemand auch die Leiter und das Werkzeug hinaus. Na hör mal, so etwas sagt man aber nicht zu alten Büchern. Und wir haben bestimmt noch das ein oder andere Jahrhundert vor uns. Ich komme gleich wieder. Wir bleiben hier. Ja, das ist ja das Problem. Okay, was haben wir? Da haben wir das Zeitreisetagebuch. Wir brauchen die Schlüssel von dem... Aber die wird wahrscheinlich der Handwerker. Reden wir am besten mal mit dem Zeitreise. Da bist du ja wieder. Du hattest mich warnen können, dass man sich in dieser Zeit nicht reden hört. Das ist ziemlich irritierend. Kennen wir uns? Du bist doch das Zeitreise. Ich? Nein. Der Bibliothek hat mich gerade erst... Okay. Ich kenne dich aus der Zukunft. Du bist ein Buch über Zeitreisen. Aber wir machen, glaube ich, erst den Bibliothekar. Den möchte ich gerne mal kennenlernen. Wo steckt der Bibliothekar? Ich habe schon viel von ihm gehört. Oh, er liefert einige frisch gebundene Bücher aus. Für... So. Ich kenne dich...
Zeitreisen, das klingt ziemlich verrückt. Ja, aber es funktioniert, zumindest an diesem Ort. Du hast mich hierher geschickt. Ich habe dich... Zeitreisen. Du bist das einzige Buch, das sich damit auskennt, was allerdings auch so einige Probleme mit sich bringt. Ja, aber Zeitreisen, ich werde alles darüber lernen. Die Worte werden nur so auf meinen Seiten fliegen. Und jeder wird aus mir lesen wollen, denn nur ich kenne mich damit aus. Juhu! Wie komme ich denn jetzt... Okay, schauen wir nochmal die Bücher. Je weiter man in die Vergangenheit reist, desto spartanischer scheint alles zu werden. In dieser Zeit gab es wohl nur eine Handvoll Farben. Verrückt! Hallo? Was ist denn nun schon wieder? Kennt ihr euch vielleicht mit Zeitreisen aus? Es könnte sein, dass ich ein klein wenig in dieser Zeit feststecke. Tun wir das nicht alle? Nun ja, aber ich würde gern wieder zurück in meine Zeit. Wir auch. Früher war alles besser. Schau dir doch den ganzen neumodischen Kram hier an. Die Jugend kümmert sich nur noch um bunte Bilder und überall dieses fürchterliche Musik. Früher war alles anders. Da hat man noch gelesen. Kannst du mir mehr von dieser Zeit erzählen? Natürlich. Es war alles ganz wunderbar. Oh mein Gott. Oh nein. Wo sind die jetzt? Oh, wie schlimmer kann es noch werden? Wir sind in einem Text-Adventure gelandet. Oh nein. Du befindest dich in einer hell erleuchteten Bibliothek. Vor dem hell erleuchteten Kamin schläft ein dicker Mann in Latzhose. Der Geruch von Alkohol steigt dir in die Nase. Betrachte die Bibliothek. Du schaust dich aufmerksam um. Keine Leiter, keine Werkzeugkiste, dafür eine Rolle mit Dachpappe. Ich habe das Gefühl, der Handwerker ist nicht allzu gut organisiert. Okay. Betrachte die alten Bücher. Du betrachtest die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie es in der anderen Zeit taten. Wie zu erwarten, sie sind heile und haben sich kein Stück bewegt. Betrachte die Dachpappe. Eine Rolle Dachpappe, mehrere Schritt lang. Es sollte mehr als genug sein, um das Dach zu reparieren. Rede mit der Bibliothek. Hallo, ist da jemand? Du lauschst aufmerksam, doch kein Geräusch ist zu hören. Es ist so leise wie in einer, in einer Bibliothek. Rede mit dem Handwerker. Hallo Sie? Der schlafende Mann lässt nur einen kurzen Grunzen hören und du bist dir nicht sicher, ob der überhaupt dir galt. Hey, aufwachen, du musst das Dach reparieren. Der Mann reagiert nicht, er schläft tief und fest. Rede mit dir selber. Das ist mehr als unheimlich. Die Welt besteht aus nicht mehr Buchstaben und irgendwelche Symbole. Eins weiß ich genau, ich werde nicht noch weiter zurückreisen. Ach, schade. Rede mit den alten Büchern. Hallo, wer bist du denn? Ein Gehilfe des Dachdeckers? Könnte man so sagen. Wie lange liegt der Handwerker schon betrunken da? Der Handwerker ist mit dem Dach noch nicht ganz vorangekommen, wie es scheint. Er hat heute die Rolle Dachpappe hier reingesteckt. Guter Mann. Guter Mann? Warum arbeitet er nicht weiter? Heute? Ihr Jungleute habt es immer so eilig und dann wird alles immer nur schnell gemacht. Aber es wird wenigstens gemacht. Ach, der Handwerker weiß, dass man mit Ruhe und genauer Planung letztendlich zu einem besseren Ergebnis kommt. Sah es hier schon immer so aus? Wie soll es denn sonst aussehen? Naja, bunter und mehr zum Sehen, weniger zum Lesen. Warum sollte man Dinge sehen wollen, anstatt darüber zu lesen? Wie willst du den lieblichen Duft von Jasmin an einem Frühlingsmorgen sehen? Oder sehen, dass ich dir nicht vertraue, weil du dieselbe Art von Mütze trägst wie ein Lehrer, der mich vor Jahren einmal fallen gelassen hat? Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man auf all das verzichten solle. Ich
glaube, wir können hier noch ein bisschen was benutzen. Oder können wir mit noch jemand reden? Nee, mit denen haben wir schon. Dann nehmen wir nochmal den Text hier, so. Ja, kenne ich. Okay, benutze die Bibliothek. Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Okay, den Text kenne ich wieder gut. Die alten Bücher. Ich möchte jetzt nicht lesen. Benutze den Lasche-Öffnen-Zauber mit einer Weinflasche. Die Weinflaschen sind schon alle geöffnet und leer getrunken. Benutze den Lasche-Öffnen-Zauber mit den alten Büchern. Würde ich den in alten Büchern lesen wollen, könnte ich es mir auch einfach mit der Hand aufklappen. Okay, benutze den Feuerzauber mit dem Kamin. Im Kamin brennt bereits ein Feuer. Benutze Feuerzauber mit den alten Büchern. Ich bin doch nicht hierher durch die Zeit gereist, um die alten Bücher dann zu verbrennen. Benutze Feuerzauber mit dem Handwerker. Er hat wahrscheinlich keinen guten Job gemacht und liegt hier betrunken herum, anstatt das Dach zu reparieren. Ich würde ihm gerne Feuer unterm Hintern machen, aber bei der Menge Alkohol, die er getrunken hat, gibt es eine erhebliche Explosionsgefahr. Okay, nimm eine Weinflasche. Die Flaschen sind leer. Ich brauche keine leeren Flaschen. Volle allerdings auch nicht. Okay, nimm die Dachpappe. In Ordnung. Du nimmst die schwere Rolle Dachpappe und steckst sie ein. Gut. Wir brauchen allerdings noch den Schlüssel fürs Werkzeug. Nimm. Bibliothek kann ich nicht nehmen. Die kann ich nicht nehmen. Benutze Lasche öffnen Zauber. Woher kriege ich diesen blöden Schlüssel? Ich dachte, der Handwerker hat sie wahrscheinlich. Mit dem Handwerker. Okay, das bringt gar nichts. Betrachte. Ich glaube, ich schaue mir noch mal an. Ah, hier. Betrachte den Handwerker. Ein schnarrender Mann mit 3-Tage-Bart. In einer dreckigen Latzhose. Neben ihm liegt einige leere Weinflaschen. Um den Hals hat er einen Lederriemen mit einem Schlüssel dranhängen. Na, dann nehmen wir das doch mal. Nimm den Schlüssel. Du versuchst, den Knoten des Lederriemens zu lösen, doch er ist zu stramm, um ihn zu lösen. Ich bekomme den Knoten nicht auf und über den Kopfstreifen kann ich den Riemen auch nicht. Ich komme nur gerade so ran. Dann benutze den Lasche-Öffnen-Zauber mit dem Lederriemen. Du holst deinen Zauberstab hervor und vollführst eine beeindruckende Magie. Der Knoten im Lederriemen um den Hals des betrunkenen Mannes öffnet sich. Der Schlüssel rutscht vom Riemen und bleibt auf dem dicken Bauch des Mannes liegen. Jawohl, nimm den Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel vom dicken Bauch des Mannes und hältst ihn triumphierend in die Luft. Ich habe ihn! Okay. Dann reisen wir jetzt zurück mit... Hallo, du schon wieder. Ich müsste ihn mal in die Zukunft reisen. Was willst du da denn? Keine Zeit zu streiten, hör zu. Okay, wir sind wieder da. Dann können wir jetzt den Schlüssel mit der Werkzeugkiste... jede Menge Werkzeug. Gebrauchen kann ich davon nur den Hammer. Gut, jetzt Rolle Dachpappe. Einige kurze Nägel mit breitem Kopf. Okay, ich dachte, ich kann jetzt hier direkt hochsteigen und das Ganze... Ah, hier, steige die Leiter empor. Also los. Später. Das war's, das Loch ist geflickt, die Bücher sind gerettet. Ganz toll. Meinst du das sarkastisch? Das ist immer schwer zu sagen, wenn man keine Stimmen hört. Nein, echt super. Ich weiß, ich habe euch das Leben gerettet, ihr solltet mich nicht verschaukeln. Und das habe ich empört gesagt. Du bist ein Held.
Okay, aber unser Zeitreisebuch ist verschwunden, deswegen... ich habe diesen Bücher... das Leben. Und trotzdem machen sie sieben. Naja, diese gute Tat sollte dann genug sein. Trotzdem hätte ich mir etwas Anerkennung gewünscht. Hey, ihr Bücher, hört meinen Bericht über die Zeit, die da noch kommen wird. Ich mag keine Science-Fiction. Dort gibt es einige zusätzliche Dimensionen. Wir nennen sie die dritte Dimension. Was ist das? Lieber Wilbur. Hey, eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek möglich sein. Meinst du nicht? Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Dafür, dass du die griesgrämigen Bücher gerettet hast. Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema, mehr noch eine Leidenschaft, gegeben hast. Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wow! So ein schicker Hut. Und wir haben den Erfolg Zeitreisender bekommen. Und haben auch hier jetzt wieder so ein schönes Gimmick bekommen. Warte, zeig dich mal von vorne. Komm. Okay. Betrachte die vergammelten. Alt, Finger. Aber nicht vergammelt. Ob sie sich überhaupt daran erinnern, dass ich sie gerettet habe? Sie wissen nicht, dass sie ohne meine Hilfe vergammelt wären. Für sie ist das nie passiert. Okay, also dieses Teil haben wir geschafft. Unglaublich. Also was für eine schöne Zwischenquest, die wir jetzt hier machen konnten. Aber jetzt können wir uns dann weiter dran machen. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben. Die Kobolde sind vertrieben, aber wir müssen die Halle hier vorne noch reinigen. Hier oben die Spinnenweben müssen weg, der dreckige Fußboden muss weg. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt im Moment gerade schaffen können. Wir werden das jetzt natürlich noch ein bisschen beobachten und uns das Ganze anschauen. Und natürlich zur Abschlussfolge können wir nochmal mit unserem... Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Ach nein. Und das ist doch gut so. Ach, ich wollte mit Bert noch reden, schade. Okay, naja, da vielleicht klappt es ja dann in der nächsten Folge. Ich denke, wir werden noch einige interessante Unterhaltungen mit ihm haben. Und er wird uns sicherlich noch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen in dieser Zeitreise-Folge. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dann, ciao, ciao.